Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 5 Multiplayer-Ausgabe. Natürlich steht Cops vs. Racer an. Und mit dabei heute haben wir Andi, Bluto, Lukas370Z, Filmexperte, Shuashi, Kuru, Ares, Jantendo und Luna. Grüßt euch. Hallo. 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 Hallöchen. Ja, wir gehen ganz schnell die Racer-Fahrzeuge der ersten Runde durch. Das habe ich gar nicht gesagt, wo wir anfangen. Wir fangen beim Dicken an. Also für meinen Mitaufnehmenden. Ja, ich war schon auf der anderen Seite. Ja, perfekt. Aber das ist ja gut, dass ich das so gesagt habe. Wusste, wir haben irgendwas vergessen vor der Aufnahme. Naja, gut. Egal. Auf jeden Fall, mit dabei haben wir auf einmal einmal den BMW M8. Ja, der hat da irgendwie reingepasst. Fragt mich nicht wie. Und derjenige wird schon wissen, was er tut. Also Lukas. Dann haben wir einmal 300 ZX mit dabei. Ein Z4, ein M1 und dann noch ein Peugeot 205, und ich würde sagen, ja, das war's, und damit geht's auch schon los mit der ersten Runde. So, oder aus Versehen, Kamera gewechselt. Los geht die erste Runde auf der Racer-Seite. Die Racer-Kollegen sind Pluto, Lukas, Kuro und Jantendo. Hallo. Hallöchen. Und weil ja gerade die Frage gestellt wurde, oder es in den Raum gestellt wurde, wie der M8 denn reingepasst hat bei den Racer, das kann er ganz selber erklären. Ja, ich fahre mit etwas Übergewicht laut Regelwerk, verzichte aber dafür auf 7 LI-Punkte. Ja, nicht nur das, du hast ja auch auf Heckantrieb umgerüstet. Genau, das ist was in dem Fall erlaubt ist, weil der macht ja auch in der Realität im Heckantrieb-Modus fahren kann. Das ist ja durchaus möglich. Na. Aber ich garantiere jetzt für nichts, denn das fährt sich nicht so gut. Jetzt. Und ich habe schon 5% runterschauen. Wie viel? 5. Ah. Da war ein Mazda im Weg. Ah. Und ich wollte, dass er nicht mehr im Weg ist. Eindeutig auch. Wunderbar fahren. Warum bist du gerade so ultra leise geworden? Ich muss ihn mal fix lauter stellen. Ja, gucken, ich fahre den 300ZX in der Konfiguration, wie ich sie liebevoll als Charger Daytona für Arme beschrieben habe. Mal gucken, wie das Ganze ausgehen wird. Ich weiß, man kann ihn schöner gestalten, als ich es getan habe, aber man darf ja auch mal nicht ganz so schöne Autos fahren. Ja, da gehe ich mit. Ich bin mal gespannt, die letzte Folge war sehr arm an Festnahmen. Ich glaube, insgesamt waren es am Ende 7 oder 8. Also nicht viele auf jeden Fall. Ich glaube, es waren 6. Nee, mehr waren es auf jeden Fall mehr als 6. Das waren 5 zu 3. Irgendwas in die Richtung, ja, 5 zu 3, 5 zu 4. Also wir hatten schon einzelne Runden, wo es mehr Festnahmen gab. Ob heute eine dieser Runden sein wird und wenn ja, auf welcher Seite? Ich wäre tatsächlich glücklich, wenn ich mit BMW alleine nicht schon so oft festgenommen werde. Ja, also das hoffe ich jetzt mal nicht, dass du 8-mal festgenommen wirst. Ah. Ich glaube, der BMW wird gar nicht so schlecht sein. Der hat ordentlich Leistung, die Masse hilft bei CVR eigentlich auch ganz gut. Ja, aber ihm fehlt Handling. Ja, wenn wir das auf die Zukunft querschmeißen. Vergessen, dass ich vielleicht ein bisschen langsamer fahren sollte. Ups. Ich war gerade auch irgendwie mit 40 km/h rum. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Da, mein Gott, ich finde heute aber alle BMWs. Also, ich habe 69 von 53 gebietet mittlerweile, auch schön. Ja, aber interessant, gerade an der Stelle, wo du es kommst, hat das Audi-Meldung bekommen, wenn du am östlichen S warst. Ja. Hatte ich heute Morgen auch. 69 von, war da auch immer, wie viel man eigentlich haben kann. Also ich habe das Gefühl, gleich gibt es richtiges Feuerwerk. Ja, irgendwie ist gerade noch so arg wohl.
drei Minuten vorbei, es wurde noch nichts gesehen. Gleich haben sie 6 Verfolgen gleichzeitig. Ich glaube, so einen Puls wie jetzt mit dem BMW hatte ich noch nie. Ich weiß halt, wie performant das Ding auf meiner Einstellstrecke ist. Jetzt habe ich wirklich alle BMWs gefunden. Aber halt ist auch BMW, dass ich wenn wir Sekunde an durchgehe. Die hast du gerade gesagt, 6 Verfolgungen. Ich glaube, das ergibt nicht wirklich Sinn. Das war der Witz an der Sache. Danke, dass du ihn erklärt hast. Oh, ups. Gibt's auch nicht. 3,5 Minuten mittlerweile vorbei. Ich hab noch nicht mal einen Kopf irgendwie gesehen. Nee, ich auch nicht. Aber kann das natürlich auch sein, dass die irgendwie vielleicht mal eine andere Taktik fahren. Weil warum? Warum sollte man? Wir hatten es ja schon mal, dass man irgendwie die ersten 5 Minuten quasi keinen gesehen hat. Das war vor 2-3 Folgen. Trotzdem interessant gerade, definitiv. Ich bin im 8 da hinten rumzuckern. Ach, bist du in der Nähe vom Park? Nee, ich war dir gegenüber auf der anderen Straße. Hab ich nicht gesehen. Ja, jetzt habe ich alle Racer schon mal gesehen. Warte mal, Pluto, du bist dann im M1. Ja, waren die Cops waren vorne gerade vorbeigefahren. Was, Cops? Die sind aber vorbeigefahren, andere Richtung. Ja. Vielleicht kann ich sie abfahren. Ja, was ist da? Wer bist du denn? Ach, ein Gentenario. Oh, das sind 5 Minuten vorbei. Die Hälfte bis zur Kaffeepause und noch keine Verfolgung. Danke, Andreas, wenn ich gesagt habe, dass das ein Kopf war. Da war kein Kopf. Ja doch, ich habe jetzt einen Kopf hinter mir. Oh Gott. Ah ja, haben Kopf sie wenigstens. Kopf hinter mir, wenn im Hör war, aber war weiter zum Theater. Nach 5 Minuten die erste Verfolgung. Ach, das sind ja auch noch 2. Ja genau, die Leute, die verfolgt werden, sollten vielleicht ähnlich wie dann in der Kopfrunde Ansagen machen. Ich fahre jetzt in den nördlichen Tunnel rein und dann bin ich weg. Aber so, der Plan. Also ich bin jetzt gerade Universität, fahre zum Stadion weiter durch. Stadion, nix gut. Wo ich oh bin. Gott. Bin jetzt gerade auf der Stadionstraße. Werde die südliche Straße fahren. Dann muss ich mal ganz schnell weg. Ich müsste meinen Verfolgung los haben. Außer die fährt mich die Flüchtlings wieder. Ja, das Benzin ist Straße jetzt gerade nicht. Also kommt dir schon mal jetzt direkt nichts entgegen. Okay. Unaufsichtliche Straße, fast aus der Speedzone raus. Werde dann die Querstraße zum nördlichsten Punkt durchfahren. Das war ein Rand, scheiße. Ach, die Speerstraße, okay. Ja. Oh Gott. Du hast Mittelmotor, du hast Allrad, du bist eigentlich gut ausgerüstet. So die Theorie. Du hältst jetzt einfach noch so. Ja, never mind, okay. Oben an der Speerstraße bin ich gefangen und mein Controller ist ausgegangen. Nein. Dann würde ich mich sowieso ergeben, weil du dann geghostet wirst. Ja, außer. Also war es jetzt nördlichster Punkt, oder? Nee, südlichster Punkt. Ui! Schon wieder weg! Der dauert doch mit dem M8 so lang. Schnell meine Batterien fix. Ja, das ist eher Wenden im Austin Powers Style mit dem M8. Ja. Wenden in 395 Zügen. Meine Fans. Nur? Jetzt ein sehr interessantes Problem. Ich muss mit der Tastatur fahren. Auch gut. Noch ich mit der Tastatur. Knapp 2 Minuten bis Kaffeepause.
Marco und ich habe zwei Korps nördlichste Straße. Gut, wohin? Richtung nördlichster Punkt. Bei jetzt das S da runter Richtung Hauptstraße. War Richtung Eskalation noch runter. Und dann wieder Richtung Speer. Und dann wieder Richtung Süden weiter. Und weiter ein südlicher Tunnel in die Richtung. Jetzt sehe ich mich noch. Oder wahrscheinlich wir war rein. Ah ja, ich weiß. Natürlich sehen sie es noch. Knapp eine Minute bis Kaffee. Wo bist du jetzt gerade? Hallo, ja, Hauptstraße, hey. Universität Richtung Westen. Hoffen, ja, den Kopf habe ich dir jetzt mal gezockt. Ja, die nördliche Straße nach Osten. Osten Hauptstraße, östliches S nach Süden. Werde Richtung Stadtzentrum abbiegen, also der Stadt, der Stadtpark am Theater. Tödlicher Körper vorbei, leider mitgenommen, Mist. Oh nein. Und da fahren wir mal hinter das Theater, während der Impala reinbiegt. Ich hab ein Camaro und zwar Nähe Stadion. Hab ihn richtig verarscht. Kaffeepause jetzt. Scheiße, hat das Ding aber null. Ich habe jetzt mal die Kaffeepause genutzt, um meine Batterien auszuladen für die Top-Runde. Lukas, was ist deine Verfolgung? Ich glaube, ich habe ihn gerade los hinterm Theater. Ah, gut, was? Nee, er hat mich noch. Scheiße, er hat mich noch gesehen. Auf jeden Fall gerade Wirrwarr hinter Theater. Ich bin jetzt bei. Oh fuck! Ja, Camaro hat mich frontal bei der. Sehenswürdigkeit, wie heißt's? Statue, ja. Falls Eskalation Richtung Westen mit 3 dran. Du kannst dich jetzt eben auch gerade nur anziehen und reparieren. Und halt sonst wo. Werde ich, glaube ich, sogar. Und zwar am südlichsten Punkt. Für Protokoll, harte Mauern tun weh. Echt? Habe ich auch schon gemerkt, weil das bei Tastaturfahren ist nicht sehr leicht. Ich habe mich nach der Verfolgung umgesehen und bin dann in die Mauer beim Treppenplatz rein. War nicht ganz optimal. Drei Minuten noch Kaffeepause. Ja, ich mache jetzt gerade Kaffeepause am südlichsten Punkt. Ja, die werden sich auf mich fokussen. Dann ist halt die Frage, wie du weiterfährst. Richtung U. Okay. Oh. Ja, das sagtest du gerade. Ja, das. Etwas suboptimal die Kurve genommen, sagen wir es so. Also U bergauf, also Richtung südlichste Straße. Da ist ein Arcade. Das Luftschiff. Noch knapp 2 Minuten Kaffeepause.
Wo ist denn die Verfolgung jetzt gerade? Südlichste Straße, jetzt aber wieder Richtung Westen. Okay. Ah, dann sehe ich. Du schon wieder. Komm mal her. Nein, nein, nein. Jetzt Hauptstraße. Nee, ist es Hauptstraße? Nee, Speer. Speer Richtung Norden. Speer. Wird beim Treppenplatz auf die Hauptstraße abbiegen. Mit 50 Motor. Jetzt biege ich das nördliche S, das westliche S nach Norden ab, Richtung nördlichster Punkt. War auch nördlichster Punkt. Ja, ich halt. Als Hauptstraße kam, habe ich umgetreten aus Sicherheit, aber. Ich auch. Aus Sicherheit. Falls wieder Sperrstraße Richtung Süden oder vielleicht auch nicht. Nein, ich bin. Ja. Nee, sie haben nicht gehupt. Auch wenn ich jetzt nochmal einen Fronthit mit 60 Motor habe. Nee, ich fahre nördlicher Tunnel. Cool. Eine Minute Kaffeepause. Nein, nicht mal 45 Sekunden. Weiß nicht mal, welche Taste ich drücken muss, um meinen Schaden anzugucken. Steuerkreuz nach unten oder T. Wenn du mit Tastatur jetzt spielst. Aha, ja, funktioniert. Alter. Ich bin. Ja, ich bin fest, die haben mich. Ja, wo dann? Ja, wo? Ja. Das ist Brunnenstraße, aber noch in der Nähe vom Tunnel von nördlich. Noch 5 Sekunden Kaffeepause. Und also, vorbei. Ich hab leider meinen stylischen. Boah, der Brunnen beim Theater hat sich gerade für mich irgendwie angehört wie in einem Pader. Okay. Der hat so geblubbert. Und auf einmal höre ich halt links auf dem Ohr das Geräusch und dachte mir, fuck, ich werde gleich voll geteabont. Oh, ich höre was in der Statue. Darf auch nicht irritieren lassen, manche sind so generelle Sounds aus der Umwelt. Das ist so eine Sounddatei, die da manchmal abgespielt wird. Also irgend so ein Motor auffallen, so ein leises. Die haben gerade echt nicht wirklich Glück, was die Folge angeht. Oh, ja, Camaro. Nevermind. Andi, du musstest es jinxen. Ich hab's bei der ersten Folge mit dem Peugeot auch schon gejinxt. Ich bin jetzt Eskalation noch ganz im Westen und fahr jetzt nach Osten. Und werde erstmal durchziehen, nicht wirklich mit dir, aber zum Abhängen. Oh, ich bin in der Nähe vom Baseball, ich glaube. Also, falls Bier war, hinten rein. Natürlich, ja, ich habe einen Impala südlichste Richtung Westen. Das ist schlecht. Ich kam vom Brunnen weg einen Impala entgegen. Aber ich denke, die werden sich nicht auf drei Verfolgen gleichzeitig stürzen, oder? Ja. Weiß ich, ob ich noch eine habe. Sag ich es mal so. Wende aber und fahr die südlichste wieder Richtung Osten. Glaube ich, meine los. Der ist aber nicht. Da gebe ich mal ein bisschen Gas, weil der ist nicht da ist gefahren. Ein Impala Hauptstraße Richtung Osten, aber der ist sonst wohin geschossen. Was, Richtung Osten? Ja, der ist aber irgendwo gelandet, wo ich ihn nicht mehr gesehen habe. Also es könnte sein, dass er in unser Grund geflogen ist. Aber ja, ich bin auch gegen der los. Also ich habe immer noch einen Impala dran, gerade beim Teufelseck. Andi. Alter, was ist mit dir? Und voll einen Impala von Pala bekommen. Ja.
Heißt, Lukas, du lebst noch oder bist raus? Ja, ich fahre wieder runter zum Teufelseck mit 17 Motor. Ah, ja, 17 Motor. Also, da hast du ja aber noch 300 PS. Korrigiere 18,1 Motor. Ah ja. Oh, dann wird's schwierig. Ja. Wie viele Festnahmen haben sie aktuell? 2. Ja. Ich meine, im Endeffekt, der M8 hat 600 PS knapp. Also du hast jetzt halt noch immer noch über 500. Gelogen, 480. Auch gelogen. Nee, doch, 480 ungefähr. Und ich hab's ja alle dran. Was? Bin jetzt beim Theater. Fahr wieder Richtung Teufelseck. Hier unten ist die Stadt. Wow. So ein Profi. Ich bin gerade beim Runterschalten. 18% Motor mit drin. Du bist Pärchen. Immer hoher. Nein. Ja, sorry, ich benutze leider nie das dazu. Achtung, oh nein, BMW, weg. Ich habe eine Verfolgung. Sorry. Guckst du weiter unterwegs? Und ich überschlag mich und werde respawned. Dann bist du raus, ja. Warst du? Das ist Untergrund auf Abfahrt beim Theater. Okay. 5 Minuten noch. Warte, ich höre was. Angst. Also hat jetzt der Z4 eine Verfolgung, wenn ich es richtig rausgehört habe? Nein. Okay. Ja, langsam wir haben uns nur frontal erwischt. Also, wenn, dann hat der Motor Schaden. Ja, so ein Frontaltreffer von einem 1,9 Tonnen im 8, das ist ja also quasi nichts. Wolf! Ich bin gerade wieder zurückgefahren. Oh, das war ich knapp. Ich guck nach rechts unten, guck nach vorne und sehe noch hier so beihuschen. Ein anderer roter BMW. Wahnsinn, gibt's auch noch. Ja, ich will eigentlich nicht nochmal in der Verfolgung geraten. 10 Minuten. 2/3 der, für 2/3 der Punkte zu sorgen, reicht. Ah. Bei der dritten gibt's einen Gratis-Donut. Für mich oder für die Cops? Ja. Wenn ich das richtig gehört habe, dann hat er gerade ein V8 eine 180 Grad Runde gemacht. Oh. Ja, jetzt ich muss mal los, Teufelseck. Ah. Geht aber ab, der 370, der 300 ZX, wenn er Bock hat. Nein, Camaro ist nicht am Stadion. Aber jetzt geht es auch noch nicht. Fährst du Richtung Osten, oder? Der geht halt wieder um, weil ich jetzt... Ja, erwische mich natürlich noch, weil ich keinen Bock habe, als südlichstes Duck zu sein. Und ich riskiere es jetzt am Stadion vorbei. Ja, 17 Lenken, nur Motor ist okay. Easy. Ja. Du nimmst auch noch kurz am Flügel hin. Also ich fahre jetzt Richtung Teufelsdreieck runter. Ja. Und werde dann wieder hier weiter in die Richtung. Da kann man auch immer Wilber abfangen. Ich fahre jetzt mal Statue, Teufelsplatz da, die Gegend vorbei. Aber ich sehe ihn schon nicht mehr hinter mir. Dann ist es definitiv eine gute Lebensentscheidung, jetzt am Brunnen vorbeizufahren. Definitiv. 3 Minuten noch.
Hier ist echt niemand. Brutal. Ja, bin los. Ja gut, den Brunnendeckel, das koppelt auch nicht ab. Da ist, bin ich eigentlich nie unterwegs, wenn ich da den besten abdeck. Da ist ein Kopf an mir vorbeigefahren Richtung Bahnhof. Gut, welche Straße? Richtung Bahn. Der ist gerade hinter mir. Oh. Ja, dann kannst du bitte gerne einsagen. Ja, nach Bahnhofstraße. Während der Peugeot ist auch noch ein Reparaturpunkt. Ja, ich verkacke die Karte komplett. Da, Pala und Camaro, Eingang. Ich habe mindestens einen Kopf an der Statue Richtung Universität. Also Pluto, Kuru und Yantendo haben wir einen, ja? Pluto! Ja! Da fangen wir schon zwei Kameras. Mein Lenker ist im Arsch. Du kannst mir einfach einen Brief schreiben. Ja, so. Das war eine schlechte Entscheidung. Weg hier zu fahren. Wenn. Es war Motor 50%. Oh, hi. Bitte weg. Du hast nur einen hinter dir, ne? Ja, ich weiß, aber ich hab 50% Motor. Ja, aber ich muss hier mal schnellstens 50. Weg. 50? Ja. How? Weil der mir am Anfang sofort frontal eine reingefahren ist. Okay, ich sehe Andi, ich sehe ihn nicht mehr. 1, vorbei. Doch, ich sehe Andi, er steht, ich setze ihn fest. Cool. Oh, warte. Die Runde oder die Overtime? Was Overtime jetzt? Fängt jetzt an. Also, wird hinten. Muss ja weiter wegfahren. Ja, Nintendo wird obviously noch verfolgt. Buro wird noch verfolgt, Lukas, Pluto und ich sind safe, ja. Das heißt, ihr wisst eure Aufgabe, so lange überleben, bis ich mit der Drohne da bin. Ich glaube, das eine sieht schon relativ. Es gibt eine Abmahnung. Neue Bildung, das sieht nicht gut aus. Herr Peugeot, jetzt fahr du Möhre. Raus. Das war jetzt mal 4, oder? Ja. Ja, dann haben wir doch eine Verfolgung. Die Drohne durch den Untergrund. Jung. Oh, hey, da hat sich Luna hat sich geportet. Soll ich im Stadion? Ich geh mal kurz hoch. Channel switched. Ja, wir waren hier. Overtime nicht mehr porten, ne? Oh, ist schon Overtime. Ha! Ja, ja, gar nicht drauf geachtet. Ja, unser Fehler. Habe ich auch nicht drauf geachtet. Dann Luna, bist du einfach raus. Okay. Mhm. Channel switched. Ja, dann ist Luna jetzt raus. Komm, Bicho, schaffst das. Ja. Ja, gut. Ich würde sagen, na. Ja, doch, ist raus jetzt. Safe. Ja, sollte. Ja, 100%. Ja, ist safe. Kommt kein Kopf mehr ran. Das heißt, wir haben sie geschafft. Wir hatten schon Aufnahmen mit, wie gesagt, weniger Festnahmen. Also, 4 ist auf jeden Fall nicht schlecht, gerade wenn man halt auch bedenkt, dass die halt echt nicht das Glück hatten, immer in der Verfolgung zu sein. Also die ersten 5 Minuten war halt wirklich gar nichts. Das ist dann halt schon mal ein Fünftel der Runde, die du halt einfach keine Verfolgung hast. Deswegen sind 4 auf jeden Fall, finde ich persönlich, nicht schlecht. Ich meine auch zwischendurch dann noch so ein paar Phasen komplett ohne Verfolgung. Aber ja, wir wollen natürlich trotzdem gucken, ob wir das Ganze denn eventuell toppen können oder ob wir vielleicht sogar nur 2 schaffen. Das werden wir jetzt sehen. So, da wurden die Seiten getauscht und ja, wir sehen hier so ein paar Fahrzeuge, die nicht unbedingt unbekannt sind in CVR. Zum einen den Audi RS5 Coupé, welcher ja letzte Woche von mir gefahren wurde. Dann brandneu natürlich der Audi RS4 mit dem Abt-Kit, der MC Gremlin ist mit dabei, die Plymouth Miura und der BMW Z4, den wir glaube ich auch schon das ein oder andere Mal
gesehen haben. Auf jeden Fall sehr coole und auch diverse Racer-Fahrzeuge hier. Wenn auch wieder eine sehr deutsche Runde. Aber ja, so ist es halt. Ja, nochmal einen Meter zurückgefahren. Da werden die Reifen aufgewärmt. Diese Taktiken. Okay. Was befürworte ich nicht. Aber wenn sie wie da so lang stehen, dann werden sie ja wieder etwas kühler. Ja, passiert. Aber auch sehr nice, dass der RS5 einfach einen Meter über dem Boden bei mir schwebt. Das sind die neuartigen Michelin-Magnetreifen. Ja, sie fährt auch rum. Magnetreifen müsste das dann nicht eigentlich an die Straße randrücken. Wie ist das nochmal mit zwei gleichen Polen? Der Bodenmagnet? Vielleicht, ja. Wie willst du denn, wenn der Boden kein Magnet ist, wie soll ich denn der Magnet da ranziehen? Das ist genauso wie mit dem magnetischen Aluminium. Hey, jetzt bin ich verwirrt. Richtig. Hört man auch. Im Endeffekt, ich meine, theoretisch wäre das für den Transporter wirklich eine Idee, aber den kompletten Boden magnetisieren, alles einfach Pluspole machen. Und dann muss ja nicht unbedingt ein Auto sein, sondern man kann ja klein anfangen mit einem Skateboard oder so. Und damit dann quasi auch den Boden mit einem riesengroßen Magneten mit einem Pluspol einfach beschichten, beziehungsweise befestigen. Ja, dann musst du das ja auch so machen, dass er so am Skateboard irgendwie festklebt, weil sonst fällt er ja runter. Ja, passiert. Ich glaube, das hat schon mal jemand gemacht. Es gibt so eine Erfindung, die nennt sich Seil. Damit kann man das machen. Okay. Pluto, Einteilung? Gehört. Ja, ich, ja, dann sonst ein Pluto, Camaro. Pluto, wir fahren zusammen. Warte, wir fahren zusammen. Ja, gut. Dann der andere Camaro und noch ein anderer Impala darf, die dürfen dann noch zusammen rumfahren und, keine Ahnung, den Westen machen. Und der Andi, wir machen da den Osten und der letzte Impala darf entweder Untergrund und oder Randstraßen machen. Wer ist denn der andere Camaro? Hier, ich. Ja, dann fahren wir beide zusammen. Wir sind ja schon als Racer so gut Streife zusammengefahren. Also der Letzte in der Reihe soll den Westen und so machen? Na, also der andere Camaro und noch einen Impala. Eins, go. Die dürfen den Westen machen, Andi und ich machen den Osten. Und der letzte Impala darf Untergrund und so die Kreuzungen zu den Randstraßen machen einfach. Das ist auch mal kurz warten, ob wir halt von ganz ausgebogen wird. Also der hinter mir, das ist jetzt... Das bist doch du jetzt nicht besser, oder? Jo, das bin ich. Ja, okay, dann kommt jetzt. Dann unten dann direkt mal nach rechts abbiegen. Ja. Okay, dann mache ich die äußeren Straßen. Bin der Letzte. Genau. Gut, dann hab ich's verstanden. Endlich. Jetzt da hast du dieser Pro. Ich. Nice. Locker. Rechts abbiegen. Ich hör doch schon was. Lass uns dann direkt mal beim Park gucken, damit ich vorhin in der Runde relativ häufig fahre. Nee, halt. Moment. Oh, hi! RS5, nördlicher Tunnel. Richtung Süden, also Richtung Brunnen. Oder sind wir hinterhergefahren dann? Ja, Entschuldigung. Ah, schade. Weiter noch Richtung Brunnen, noch vor der Kreuzung Richtung Park. Fährt auch Richtung Brunnen durch, muss also dann Richtung U rauskommen oder Richtung Bahnhof und fährt das U. Genaue Anzahl bitte jetzt. Jetzt gleich in der Mitte vom U. Der Erstcode ist durch. Schöner Treffer. Fährt weiter das U, kommt gleich zur Kreuzung, muss noch Richtung Park oder Richtung fährt Richtung Park runter. Da müsste gesessen haben, der Treffer. In die Wand. Wenn nach vorne geht, ist wenn die rechts überschieben, können wir es nice. Ja, schade. Hat nicht funktioniert. Ist im Park. Ja, nutzt den Quattro aber auch sehr ausgiebig. Fährt Serpentine hoch. Serpentine? Haarnadel. Ja, Haarnadel. Komme ich nicht für eine Dive-Bomb ran. Ja. Das wäre sogar für mich zu heavy.
Wir sind alle dran, das Bronco zu holen. Oh, okay. Direkt nutzen. Einer vorne. Und rechts rüber, schade. Nicht den Colorado festnehmen. Jetzt. Ja, keins. Macht mal bitte Ansagen, ich hab kurz versucht, dem Army hinterher zu fahren. Im Wirrwarr drinnen. Ja, jetzt langsam zu. 23, 23, Partner. 24. Das ist er erst hier. Ja, ja. Wo? Ja, da im Partner war das aus. Irgendwo in die Richtung ist er da gerade. Warum braucht man 3 Jahre, um das Schätzchen zu machen? Ich werde das nie verstehen. Ich weiß nicht, wo er drin ist. Komm mal, Eskalation. Ja. Im Westen. Ja, dann fahr ich da auch. Irgendwas fährt Richtung Hauptstraße hoch, Nähe Treppenplatz. Hier ist aber nicht weiter. Ich hab den Gremlin westliches S Richtung Norden hoch. Okay. Komm ich von Sperrstraße zum nördlichster Punkt? Ja, dann komm ich entgegen. Von der Sperrstraße. Hast du nicht geschnallt, dass ich da bin? Fährt in den nördlichsten Tunnel. Das ist kein Problem, da komm ich entgegen. Oh, ich komm vom Bahnhof. Fährt jetzt Richtung Brunnen darunter, ich repariere mich. Ich bin aber Richtung Brunnen. Ja, da war auch der RS5. Ja, nee, kann halt Park ein Ball, ne? Kreuzung ist in dem Park auch eingebogen. Ist da die Straße abgebogen zum Hoch? Richtung Ufer hoch. Ja. Also die Straße vom Park Richtung hoch. Ja. Fährt das U auch weiter? Okay, dann porte ich mich. Ich habe genug Motorschaden. Dann komme ich vom Brunnen aus entgegen. Ja. Auch schon vom Brunnen entgegen. Der verbrennt, aber er ist noch im U, aber ich sehe ihn jetzt gerade nicht mehr. Der ist gerade eine U, ich habe ihn verfehlt. RS4 fährt Richtung U vom Brunnen aus. Der hat Richtung Brunnen. Ja, Gremlin kommt zum Brunnen. Ja, der hat einen Seitenstreifer passiert. Ich habe den RS4 von Teil getroffen. Der hat U. Ja, wie viele sind jetzt zum RS5 dran oder RS4 da? Sind noch jemand am Gremlin? Viert hinter dem Gremlin, soweit ich sehe. Der kann da vorne musst du die Ansagen machen. Ja, ich sehe es leider nicht, wohin es ist. Ich hab's gerade nicht mehr gesehen, wo. Ah, dann muss ich mich mal kurz verfolgen. Okay, dann die andere Verfolgung bitte ansagen. Der RS4 ist weg. Ja, da muss eigentlich ja rechts abgebogen sein. Wenn man sich auch gerade aus rechts. Der ist ins U gefahren und dann habe ich ihn gewartet, weil ich ein Portal getroffen habe und der. Da kommt was Schnelles und das ist der Plymouth. Ja, auf der Hauptstraße fährt jetzt Richtung Osten die Hauptstraße. Ich gehe. Stadion. Sorry. Jetzt Hauptstraße Richtung Westen. Treppenplatz. Beim Treppenplatz. Oh Gott. Richtung. Jetzt Richtung Bahnhof. Fährt auf Bahnhof. Blitz, ist langsam. Ja, schade. Ah, das gibt's doch nicht. Warum war's Crip? Wohin? Ist immer noch Bahnhof Richtung Westen ist es. Also rauswärts da jetzt aus dem Stadtteil. Sorry. Ist jetzt gerade zum Westen, sag ich jetzt mal. Und fährt jetzt wieder da Richtung Brunnen. Ich guck, dass er nicht U fährt. Fährt wieder in die Stadt rein. Also ja, Brunnen jetzt. Fährt Brunnen. Jetzt Brunnen. Fährt jetzt weiter Richtung nördlicher Tunnel. Ist jetzt gleich nördlicher Tunnel. Jetzt nördlicher Tunnel, fährt nördlicher Tunnel, ist gleich nördlichster Punkt. Nördlichster Punkt, nördlichste Straße Richtung Osten. Immer noch nördlichste Straße, fährt nördlichste.
immer noch Richtung Osten. Jetzt in diesem S, was es da gibt. Also ganz auf von der Piste fährt ganz nach Osten durch auf der Piste. Ist jetzt in der Rechtskurve drin und fährt parallel nach Piste. Parallel nördlich der Richtung Westen. Ja, parallel nördlich der Richtung Westen. Fährt Winkelgasse. Verkackt. Er steht. Jetzt. Wow. Also steht da. Ja, der ist. Einfach verpasst. Ja. Jo. Ja, was? Ich hab schon mal reparieren. Ist noch mit der Reparatur. Wer portet sich wohin? Ich bin am Stadion. Dann komm dann komm ich zu dir zum Stadion. Hab den Audi, glaube ich, ist am Boden, den S4, Richtung U. Fährt U. Also von Brunnen ins U rein. Und ja, ist das erstmal. Ja, sorgt mal dafür, dass er südlichste fährt. Erste U-Kurve drin, ich bin am Schritt dahinter, zweite. Bin ich wirklich dran. Fährt jetzt weiter Richtung südlichste. Sehr schön, dann kommen Camaro und Impala entgegen. Also Richtung südlichste und noch nicht südlichste. Dann Speerstraße erstmal. Und fährt südlichste. Sehr schön. Boah, Gott, schon immer. Jetzt haben wir halt Anfang, dritte Zone. Nein! Jetzt? Okay. Ja. Ein Komparent haben wir. Jetzt einfach dritte Zone. Versuche nach vorne mal nach links zu drücken. Ja, bisschen Zeit gebraucht zum Aufschließen. Ja, ja, jetzt. Ja, da rein. Ah. Schade. Okay. Wenn den Angriff dann nach links gerichtet. Jetzt aus der dritten Zone raus. Kaffeepause in 5 Sekunden. Jetzt hinten hin. Na. Ja. Ja. Ach doch. Nicht schieben, nicht schieben, nicht schieben, nicht schieben, nicht schieben. Können wir gespickt mit Bremsen. Ja, haben wir. Ich glaube, komme ich im Stadion. Ja, ich auch. Jo, komm ich auch hin. Ja, dann gehe ich da auch mit. Nein, jetzt nicht alle Stadion. Ja, okay, sonst dann gehe ich. Noch Kaffeepause ist jetzt aktiv, es war gut, dass wir den Audi gerade noch bekommen haben. Warte. Ja, Andi, bist du... Achso, voll Straßen. Ja, ich komme zu dir gefahren. Ich habe... Oder... Patroller-Input hat mich kurz woanders hingeschaut. Andi ist bei mir. Das hat Teufel 2 unten. Oh, hi, da kommt was. Brunnen Richtung Stadt rein. R5. Warte, R5. Warum ist der Pause mit mir? Pluto, wo bist du? Ja, Richtung Verfolgung unterwegs. Ja. Okay, Brunnen ist Richtung Süden. Das war super weird. Also Richtung obligatorisches U oder Bahnhof. Ja, also gibt nur eine Wahl für einen Racer. Ja, natürlich jetzt obligatorische U rein. Da war an den Hütchen jetzt vorbei, also gleich im Bogen drin. Am Gegen? Jetzt im unteren Teil vom U. Jetzt raus. Fährt Richtung. Ja. Da war ich. Bei der Falkner. Bärstraße. Also, ich habe am Z4 dran. Je nach DP. 1904. Die Straße rein von West nach Ost. Camaro, gib dir mal eine mit. So links rein in der Wand oder ja, eher links rein in der Wand. Welche Straße? Da vorne jetzt wäre gut. Komm jetzt! Bremst ihn ruhig weiter aus, ich kann aufholen. Werde weggeschickt jetzt, das wird nichts passieren. Also jetzt gleich am Stadion, es kann sein, dass er dich nicht sieht. So sah eine Kollision zumindest aus. Aus der Blisterzone raus, jetzt gleich also Stadion. Jetzt Stadion fährt Richtung Stadt rein. Also Richtung Teufelseck.
Okay, ich kann auch null wegschieben. Richtung parallel südliche. Südlicher Tunnel, Ost nach West. Komm schon! Hey, der südlichen Tunnel drin. Aus dem südlichen Tunnel am westlichen Punkt raus. Richtung Speerstraße jetzt also. Direkt da der Parklücke. Einfach Sanfran, der hängt da. Oh! Ja, der ist aufgehangen. Ja. Dann Richtung Teufelsdreieck Z4. Ah, das ist ja halbwegs in der Nähe. Jetzt Teufelsdreieck. Und fährt da die eine Straße im Berg hoch, sag ich jetzt mal, also wird dann eher Osten rauskommen. Der kann sich auch noch reparieren. Ja. Kaffee was, er kommt im Osten raus? Ja, sitze ich gern. Warte, gleich. Ja, fährt zum östlichsten Punkt der Hauptstraße. Aber nicht über der Hauptstraße, sondern aus Süden. Oh, da war der Grab. Und repariert sich jetzt. Jo, ich komm hin. Ja, ich komm hin. Ich bin den Gremlin Husk, bleibt dran. Der Rest kommt zum Z4. Nee, der Gremlin kam mit dem Weg. Also fährt los, Hauptstraße. Richtung Westen. Ja, okay. Immer noch Hauptstraße Richtung Westen, zieht durch. Nimmt einen Passanten mit. Da ist auch nochmal ein Audi. Ich nicht, danke. Und biegt ab Richtung Irbar und dann Statue. Ist jetzt Statue, Eskalation. Ja, Eskalation Tunnel vorbei, Eskalation Richtung Westen, Richtung Speerstraße. Fährt Richtung Hauptstraße hoch, also südlich vom westlichen S. Fährt westliches S nach Norden, nördliche Straße also als nächstes. Nördliche Straße Richtung nördlicher Punkt, also nach Westen. Nördlicher Punkt, der nächste Ort, wo er rauskommen muss. Ist jetzt nördlichster Punkt, fährt Speerstraße nach Süden. Beim Treppenplatz warte ich. Ja, Treppenplatz wird er jetzt gleich sein, fährt im Rechtsknick jetzt rum. Hier sind die beiden Audis. Jetzt Treppenplatz, ja, wo stehen die Audis jetzt gerade so? Ja, ich bleib mal an einem dran. Ja, BMW sollte fest sein. 2024 raus. RS5 ist Bahnhofstraße Richtung nördlicher Tunnel. Nördlicher Tunnel? Kommt gleich zur Kreuzung Hauptstraße. Okay, fährt er weiter? Fährt Hauptstraße Richtung Osten. Da ist er. Schöner Frontalhit. Noch einen Frontalhit bekommen. Oh, die. Das ist auch richtig. Warte. Fährt Sperrstraße Richtung Süden. Biegt dann ab auf Eskalation Richtung Osten. Ja, dann sag mal, ich fährt geradeaus weiter, also fährt nicht Untergrund. Fährt vorbei. Fährt Richtung Hauptstraße hoch. Hauptstraße Richtung Westen. Jetzt beim Treppenplatz. Oh. Wo war er? Ah, das war die Kante. Ist jetzt im Bahnhof durchgezogen. Ich hab's nicht. Ihr habt ihn die ganze Zeit gesehen und jetzt nicht mehr. Ja, der war plötzlich. Da vorne ist der Bahnhof. Ist noch Bahnhof, ist noch Bahnhof. Bahnhof Richtung südlicher Punkt. Ist südlich der Punkt. Jetzt südlicher Punkt Richtung Brunnen. Punkt obligatorisch vorbei. Fährt auch Richtung Brunnen jetzt. Jetzt sofort also am Brunnen. Da ist ein schöner Baum für deinen Audi, schade. Aber wir sind ausgebremst, Brunnenpark. Der hat gedreht, fährt Richtung Brunnen zurück. Ja. Bin auch auf dem Weg und bringe sogar einen Gremlin mit. Bin vollkommen wurscht. Ja. Fährt ins obligatorische U rein, selbstverständlich. Da warte ich. Lass den Gremlin einfach.
andere Seite, da an kommen die Häuser. An den Häusern vorbei. Jetzt im Bogen von U, erste Kurve. Weite Kurve. Fährt Richtung Park. Park dann richtig wieder auf. Der kann mich einfach wegschieben. Oh ja. Ach so. Ich hab sogar Gas gegeben. Das war nach der T-Sync im Park, wieder Richtung Brunnen. Brunnen in Richtung nördlicher Tunnel. Das soll auch Schaden haben. Fährt Hauptstraße nach Osten, also jetzt gleich Sperrstraße gekreuzt. Sperrstraße jetzt gekreuzt, fährt Hauptstraße weiter Richtung Osten, auch nicht Untergrund, also Universität ist nächstes. Nein, was lag noch gerade? Universität vorbei, Hauptstraße weiter Richtung Osten. Ja, der wird durchziehen. Durch die Base-Fahrt. Hat ein NPC erwischt. Weiter Richtung Osten, also gleich östlichster Punkt. Jo, östlichster Punkt, wird von da aus Richtung Süden fahren müssen. Jetzt sind wir langsam. Ja, aha. Ja, ja. Ein Baseball ist da bleiben. Ja, der wäre nicht safe gewesen, sorry. Ach ja, BMW war da auch. Der hat einen Frontalhit mitbekommen. Nein, ich kann am Haus. Ja, das Braunstreichen wurde jetzt. Ja, Teufelseck biegt ins Wirrwarr ab. Hä? Hier ist nicht annähernd das Wirrwarr. Jetzt kommt er zum Wirrwarr. Richtung, sorry. Ah, der RS4 ist hier auch. Scheiß auf den RS4, der ist nicht da. Jetzt Statue Richtung Eskalation. Der hat auch Eskalation Richtung Westen. Jetzt hinten links, einer ins Bild. 23. Ich bin hier. 20, ja. 21, endlich. Na, halt. Ja, okay. Ja, komm, der war fest. Wir haben gehupt. Also das waren aber locker mehr als 5 Sekunden, sorry. Ja, später. Ich will ja nicht stören, aber ihr hört euch. Ich glaube, mein TS spielt gerade ab. Ihr hört euch alle an, wie war das? Ja, schön. Haben wir eine Verfolgung gerade? Der Z4 ist gerade Statue. Deshalb bin ich entgegengekommen. Ihr seid entgegengekommen, also keine Verfolgung. Nein. Ja, dann porte ich mich Brunnen. Oder wie lange haben wir noch? 4 Minuten, also wir haben noch Zeit, okay. Auf jeden Fall. Hier ist der RS5 auch Brunnen Richtung Norden. Aber ich bin leider nur gerade beim Porten, habe ich ihn gesehen. Aber er wird Richtung nördlicher Tunnel oder Richtung Hauptstraße kommen. In der Kreuzung. Ja, hallo RS5. Und fährt nördlich der Tunnel, also kommt am nördlichsten Punkt raus. Fährt Speerstraße Richtung Süden. Müsste also gleich beim Treppenplatz vorbeikommen. Fährt weiter Speerstraße Richtung Süden. Und fährt Richtung Haarnadel. Ja, fährt Haarnadel. Ja, jetzt vielleicht. Ja, ist so weg. Herr Haarnadel ist im Park runter. Ist gleich im Park. Ja. Fährt
parke die Straße weiter. Richtung Bahnhof. Jo, fährt Richtung Bahnhof. Eskalation jetzt Richtung Bahnhof. Ja, hat einen NPC mitgenommen, fährt Bahnhof Richtung Norden. Einfach reinhalten jetzt. Fährt ja, Hauptstraße Richtung Osten. Jetzt beim Treppenplatz und fährt von da aus Sperrstraße Richtung Norden. Zum nördlichsten Punkt. Da ist auch der Z4 und der Q da. Ja, nördlichster Punkt, jetzt nördlichste Straße Richtung Osten. Ach nee. Ich gerade der Klimm vorbeigebannt, ich hab nur überschlagen. Fährt nördlichste weiter. Ich hab auch hier. Richtung Osten. Oh Gott, hast du den ermordet? Ja, ich sag doch, ich attackier. Nördlichste Straße zum Westen, nördlichster Punkt. Sorry. Der nördlichster Punkt. Der nördlichster Tunnel. Arthur. Und wieder ein NPC mit. Weiter nördlich der Tunnel, ja, fährt Richtung Brunnen. Ich gucke in der Zeit eine andere Verfolgung noch anzukriegen. Ja. Das. Kommt jetzt gleich beim Brunnen. Ja, da bringt es gerade erstmal nichts mehr leider. Ja, da macht es keinen Sinn. Bereit, ich würde mich bereit machen, um ihn dann in die Häuser zu gehen. Also, obligatorisches U, jetzt von Brunnen rein. Ach, schade. Jetzt gleich erste Kurve vom U. Jetzt zweite Kurve. Und er fährt Richtung südlichste Straße. Ich habe noch eine andere Verfolgung. Also der andere vierte Kopf darf auch bitte jetzt zu uns rankommen. Ja. Bärstraße, südlichster Punkt, fährt südlichste Straße. Der andere im Paragas geht vorne. Ja, das bin ich. Man sieht die jetzt gerade in Zone. 5 Sekunden ist Overtime. Jetzt. Ja. Ja. Der Allrad. Jetzt hinten nicht da stehen. Ja. Na, das ist jetzt. Das ey, wir rufen die ganze Zeit. Was ist denn mit dem? Das war doch gerade eben schon. Nein! Na, also das war jetzt wirklich mehr als 5. Ja, blute dann hoch. Ich später. Ich hab's auf Aufnahme. Blute dann hoch und sagt, er ist festgenommen. Soll ich direkt? Ja. Ja. User left your channel. Andi. Wenn es gerade auch so war. Eskalation Richtung Bahnhof der RS4. User joined your channel. Okay. Jo, Andi. Bahnhof Richtung Norden. Entweder der hat keine Reifen, keinen Motor, kein Fahrwerk oder weiß auch nicht, wie man das aufhört. Alles nicht. Hauptstraße Richtung Osten, gleich Sperrstraße gekreuzt. Sperrstraße vorbei, also Treppenplatz vorbei, Hauptstraße weiter Richtung Osten, nicht in den Untergrund, gleich Universität. Jetzt Universität, Höhe Winkelgasse vorbei, Richtung... Er wendet, okay. Hauptstraße Richtung Westen. Oh, Entschuldigung. Ich bin beim Treppenplatz. Ja, ist Statue. Eskalation Statue Richtung. Eskalation. Ich Eskalation weiter. Richtung Westen. Speerstraße Richtung Norden. Hauptstraße Richtung Osten, Treppenplatz vorbei. 3 Minuten noch. Das hätte niemals geklappt, wenn man es gewollt hätte, aber gedacht hast nicht so viel. Also gleich wieder Universitätshöhe. Winkelgasse vorbei, Universitätskreuzung. Kommst du wieder an? Was ist denn sein Plan hier? Okay, dadurch kommen wir halt näher ran.
weiter Hauptstraße Richtung West. Okay, wir sind alle da. Dann ich mich. Keine. Ja, Quator. Aber egal, wir sind alle dran. Ich habe über 2 Minuten noch. Einfach Angriff auf eine Seite fokussieren, in eine Mauer schieben und dann besser festsetzen als gerade. Ich bin vielleicht tot. Ja, jetzt rechts rein, hinten ran oder reinschieben. Oh ja. Stehen bleiben. 23, 24, raus. Ja. Elfer. Doch. 8 waren es noch. Ja, war eine gute Runde. Das war sehr ereignisreich. Der Gremlin und die Cuda haben halt zugeguckt. Die waren anwesend. Ja. Aber wir haben es uns ein bisschen schwer gemacht, andauernd die Allradler genommen. Ja. Ich glaube, der RS-5 wurde, glaube ich, 3 oder 4 Mal festgenommen, aber ja. So ist es halt. Gute Runde auf jeden Fall. Gute Calls, gute Festnahmen, 1-2 Manöver, die nicht ganz so super waren, aber auch von meiner Seite, also ja. Da können wir alle noch ein bisschen lernen, aber ja. War auf jeden Fall erfolgreich. Ich würde damit sagen, meine Damen und Herren, das war's mit dieser Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, gerne Daumen und ein Abo dalassen. Die andere Sicht ist in der Beschreibung verlinkt, sind heute nicht so viele. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao. Tschüss.